Willkommen zurück zu einem neuen Part bei Familie Winter. Wir sind heute im Haushalt Lex und Lola und ich freue mich wirklich sehr nach dieser sehr, sehr langen Pause. Für mich gefühlt wie eine halbe Ewigkeit, halbes Jahr. Dabei waren es, ich glaube, nur so 3-4 Monate. Ich werde dir einblenden. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber ich muss wirklich sagen, dass mir das wirklich sehr, sehr, sehr gut getan hat. Ich habe es zwar wirklich vermisst, Videos aufzunehmen, habe aber dann auch gerade gemerkt, wenn ich so privat gespielt habe, gerade viel, wo das neue Pferdepack rauskam, Horse Ranch, da habe ich mal wirklich einfach nur für mich drauf losgespielt. Und ich bin ganz ehrlich, so viel habe ich wie seit langem nicht mehr privat gespielt. Dann habe ich langsam Stück für Stück wieder so ein bisschen angefangen, die Haushalte zu pflegen bei den Let's Plays, mal bei denen reinzuschnuppern, habe dann halt viel für Staffel 5 von Familie Thompson gemacht. Die sind ja dann auch jetzt angelaufen oder werden noch anlaufen, je nachdem, wie ich die Reihenfolge der Videos mache. Und was mir natürlich oberste Priorität war, dass ich halt meine Uni vorantreiben konnte. Und das, muss ich wirklich sagen, hat enorm viel Fortschritte gemacht. Ich bin jetzt im letzten Semester und habe nur noch 3 Spezialisierungen, muss meine Anerkennungen machen und dann halt meine Bachelorarbeit schreiben. Und ich bin mega, mega happy, dass das alles jetzt so geklappt hat, dass ich so viel vorarbeiten und nachholen zu gleicher Zeit irgendwie konnte. Aber freue mich jetzt auch wieder enorm, Videos für dich zu produzieren und ja, wieder aktiv bei den Sims zu sein, Videos zu machen, weil es ist ein Hobby, es macht mir unheimlich viel Spaß. Und ja, ich hoffe, du freust dich auch wieder, dass hier wieder was abgeht auf dem Kanal. Und ja, wir sind heute im Haushalt Lex und Lola. Ich hatte es ja das letzte Mal schon angesprochen bei Lex und Lola, als wir da waren, dass die Lola einen Plan hat, beziehungsweise einen Wunsch, den sie gerne umsetzen möchte. Ja, und das Thema gehen wir heute an. Mal gucken, ob wir das so hinbekommen. Lex ist mit der Gina. Ich musste gerade nachgucken. Das Witzigste überhaupt, als ich dann so langsam wieder die ganzen Videos mal aufgenommen habe, habe mich da an dem Wochenende mal hingesetzt. Gerade Hogwarts Legacy. Ich habe da erstmal 5 Sekunden vor dem Bildschirm gesessen und dachte mir nur so, okay, du musst jetzt erstmal auf dem Controller die Knöpfe nochmal angucken und die Einstellung, damit du überhaupt weißt, welche Knöpfe du am Ende drücken musst, weil ich so lange das jetzt nicht mehr gespielt hatte und einfach voll raus bin, auch bei Sims. Gut, da habe ich privat viel gespielt, aber wenn man halt Videos macht, also bei mir ist das anders, ich spiele dann einfach anders. Ich saß da erstmal und dachte mir auch so, okay, gut, wie fängst du denn jetzt überhaupt an? Bei Guild Wars ist es was anderes, da spiele ich einfach drauf los, weil ich mir nicht so viel Hintergrundstory überlegen muss. Das ist einfach nur drauf losspielen, machen und fertig in dem Sinne. Aber ja, ich freue mich jetzt sehr. Ich hoffe, der Part bleibt spannend. Ich habe mir enorm viele Gedanken wegen meinem Kanal, den Let's Plays gemacht und es wird enorm viele Änderungen geben. Das kann ich so schon mal verraten. Ich habe auch vieles schon so währenddessen mal in dem Community-Bereich erwähnt, wie das so jetzt in Zukunft alles sein wird. Hi Shane, falsches Let's Play, aber egal. Schön, dass du auch hier bist. Und ja, ich freue mich sehr, mit dir das Ganze zu erleben. Ich bin mega gespannt, wie es dir gefallen wird. Ich glaube, wir müssen sie ableihen, dass er sagt, hier bitte mach mal dein Geschäft. Schade, dass die das nicht in Verbindung machen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ja, zurück zum Thema. Es sind einige Änderungen. Auch die Art, wie die Let's Plays jetzt gemacht werden, sage ich jetzt mal von mir. Okay, jetzt ist sie zurückgeportet. Kannst du ihr jetzt sagen, dass sie das Geschäft machen soll oder muss sie nicht? Ah, war das schon immer bei Tierpflege drin? Okay, bitte einmal das Geschäft machen, süße Genie. Und ja, ich möchte auch so die Art, wie ich die Let's Plays jetzt gestalte und die Storys mache, ein bisschen anpassen, da ich einfach auch für mich gemerkt habe, es sind zwischendurch Folgen gekommen, wo ich einfach irgendwie nicht, ich mache mal kurz Pause, so 100% bei war. Gut, ich hatte viel um die Ohren, das habe ich jetzt immer noch, das davon mal abgesehen. Aber ich war irgendwie nicht so ganz drin. Ich denke, das habt ihr auch gemerkt, es tut mir auch sehr, sehr leid, deshalb, ich möchte das jetzt ändern. Und deshalb, dieser Sendeplan, in Anführungsstrichen, der wird weiterhin bestehen bleiben. Montag gibt es Guild Wars, mittwochs gibt es ein Sims-Video, freitags gibt es dann ein Hogwarts Legacy-Video und sonntags gibt es nochmal ein Sims-Video. Heißt, es wird immer so sein, dass je nachdem, wie ich es halt hinkriege, mittwochs entweder Winter, Thompsons oder Not So Berry oder halt dann sonntags
eins der Videos noch hinzu. Also es gäbe dann wieder zwei Videos von Sims. Wenn ich es schaffe. Ich garantiere auf jeden Fall, also garantieren ist vielleicht zu hart gesagt, ich versuche es mindestens zwei Videos die Woche zu bringen. Falls das mal nicht klappt, dann tut es mir sehr leid, dann versuche ich das irgendwie auf die nächste Woche mit umzuwälzen, dass es halt da vielleicht ein Video mehr gibt. Aber auf jeden Fall mindestens zwei. Ich versuche drei nebenbei zu schaffen. Mal gucken, wie es klappt. Das ist aber, ich möchte mich da jetzt auch nicht so drauf festfahren. Aber ja, das ist so aktuell der Plan. Nicht nur Sims wird sich ändern, sondern auch Guild Wars und Hogwarts Legacy so. Man hat es vielleicht auch schon an den Thumbnails geändert, dass ich da auch viel experimentiert habe. Und so wie es aktuell ist, gefällt es mir sehr gut. Und ich hoffe auch, dass es dir gefällt und vielleicht auch ein bisschen anspruchsvoller und ansprechender gerade ist. Okay, ihr zwei Süßen. Dann bitte einmal wieder anleinen und dann dürft ihr wieder nach Hause laufen. Und dann schnappen wir uns unsere süße Lola, die von mir ein Umstyling bekommen hat, da ich da durch das neue Pack wieder einiges an CC und Mods rausgeschmissen habe. Ja, hat die Lola eine neue Frisur, einen neuen Skin und ich finde sie super, super putzig und ich habe ihr, glaube ich, die Augenfarbe geändert. Aber ja, okay, sie ist gerade dabei, dass sie halt das Mutbild einmal hat, dass sie ihre Eltern irgendwie enttäuscht und davor Angst hat, weil sie ja die Highschool abgebrochen hat, wie unsere Celine. Müsste das gewesen sein. Bei ihr konnte ich es aber, warum auch immer, nicht nachholen. Und unsere Lola holt gerade ihren Online-Highschool-Diplom-Abschluss nach, beziehungsweise sie arbeitet darauf hin. Und wir hoffen einfach mal, dass das irgendwie so klappt. Nebenbei, aber ich möchte jetzt einmal, meine Süße, dass du für dein großes Projekt, was du dir vorgenommen hast, dass du halt einfach mal ein bisschen recherchierst, dass du dann deinem Lex davon mal erzählen kannst. Und was er da so sagt, ob er dich da unterstützt oder ob er denkt, oh mein Gott, was fasselst du da vor dich hin? So, Lex ist jetzt jede Sekunde bei uns zu Hause. Dann werden wir uns an unseren wunderschönen Tisch setzen. Und Lola, ja, ich weiß, du bist ein bisschen im Zykluswahn, ne? Du bist gerade total im Eisprungfieber. Passt ja perfekt. Kleiner Spoiler am Rande. Mach mal Lola ab. Und dass die dann rumflitzen kann. Und dann werdet ihr euch mal zusammen hinsetzen und plaudern. Ach, guckt mal, wer da ist. Deine Mama ist da. Das ist wieder natürlich perfekt. Können wir sie irgendwie erstmal reinholen, hereinbitten? Sag, Mom, komm rein. Können wir sie eigentlich in das Gespräch mit integrieren? Und ja, wir legen los. Die Lola hat sich einen extremen, wobei extrem ist er eigentlich nicht, er ist sehr liebevoll, finde ich. Also finde ich total schön, dass sie das mit einbeziehen möchte. Denn sie hat etwas ganz, ganz Schönes vor und möchte, dass ihren Partner jetzt mal einfach allgemein drauf hinweisen, mit ihm da ins Gespräch kommen, sagen, hier, wir sind ja jetzt hier in diese wunderschöne Gegend gezogen. Du hast deinen Job, ich habe so meinen Job nebenbei. Und ich bin absolut glücklich mit dir und wie wir das hier so handhaben alles. Ich liebe unsere Genie, aber mir fehlt so ein bisschen was, sagt sie. Sie möchte irgendwie was Gutes tun. Das ist so eigentlich ihr Hauptmerk, sie möchte etwas Gutes tun. Ja, und sie wird ihm jetzt so ein bisschen die Pläne erzählen, ein paar Dinge fragen, so wie er allgemein dazu steht. Und fragt einfach, ja, wie stehst du denn überhaupt zu dem Thema Kinder? Und er hat jetzt darauf geantwortet, ich glaube nicht, dass ich im Moment Kinder möchte. Okay, er möchte aktuell keine Kinder, aber das würde ja aktuell für ihren Plan nicht irgendwie in Konflikt jetzt stehen. Auf jeden Fall haben wir hier wieder ganz viele Mutlets und sie gibt ihm eine Rose und fragt ihn dann, wie er denn dazu stehen würde, wenn sie etwas Gutes tun, für die Gesellschaft zum Beispiel, denn sie möchte gern jemand anderem eine sehr, sehr große Freude bereiten, ihm etwas, jemandem, auch einer Familie gern und einem Single etwas ganz, ganz Besonderes geben, was vielleicht so nicht machbar wäre oder da vielleicht auch Probleme bestehen. Und das fragt sie ihn jetzt einfach mal, wie er denn zur Leihmutterschaft steht, wenn sie ein Kind austragen würde für jemanden anderes. Subrogation für andere. Lola sagt, möchte ein Baby für eine andere Familie austragen. Was denkt Lex? Sie können tun und lassen, was sie wollen. Lex ist
Das könnte sie oder die Beziehung verletzen. Ach so, das könnte ihn oder die Beziehung verletzen. Da der Lex ja auch eigentlich ein sehr, sehr sozialer Typ ist, würde ich davon ausgehen, dass er da offen ist, sagt, okay, wenn das dein Wunsch ist, können wir das gerne vertiefen, das Gespräch, da auch vielleicht zu Fachärzten gehen, uns Informationen einholen, zu Agenturen gehen, die das dann weiter vermitteln und da halt einfach konkreter in das Thema gehen. Deshalb würde ich sagen, er würde da drauf reagieren. Gut, schauen wir es uns an. Und dann sagt sie, okay, gut, ich würde das aber halt gern über eine künstliche Befruchtung machen. Alternative Konzeption. Lola fragt Lex, ob sie eine künstliche Befruchtung versuchen könnten, um ein Baby zu bekommen. Lex ist voll dabei. Lex hält das im Moment für keine gute Idee. Künstliche Befruchtung habe ich mir in dem Sinn ausgedacht, sage ich jetzt mal, damit einfach auch kein Konflikt zwischen den beiden auftaucht, wenn sie nämlich ihr eigenes Kind, was aus seinem Genetik und ihrer Genetik dann entstehen würde. Deshalb würde ich, wenn dann auf eine künstliche Befruchtung zurückgreifen. Und ich denke, da wäre er auch voll dabei. Und schauen wir es uns an. Okay, also beides schauen wir uns an. Er wäre dafür und nicht dagegen. Und er wird sie dann halt auch nochmal in ihrem Vorhaben bestätigen. Sagen, hier, findet das total toll, diese Idee, dass sie in einer Familie oder einer Single-Dame oder auch einem homosexuellen Pärchen ein Kind schenken möchte, weil das ja offiziell eigentlich nicht geht. In Sims ist ja in dem Sinn alles möglich, aber wir wollen es ja so realistisch wie möglich, deshalb unterstützt er sie da bei ihrem Vorhaben. Und Genie muss auf Toilette, dann müssen wir... Okay, also wir haben jetzt hier wirklich mehrere Optionen, die wir angehen können. Wir können aber auch erstmal gucken, okay, wäre überhaupt eine künstliche Befruchtung, wie ist ihr Fruchtbarkeitszustand und halt auch ihr Gesundheitsrisiko für eine Schwangerschaft. Das gehen wir alles an. Ich würde sagen, wir schicken die Genie einmal raus, ihr Geschäft machen und werden uns dann... Okay, Genie ist jetzt da weiter und die beiden setzen sich, um das jetzt weiter zu diskutieren. Und sie erzählt ihm dann halt auch, dass man sich bei einer Agentur registrieren müsste dafür, damit man halt einen passenden Partner und halt auch Spender finden könnte und würde. Er wird sie daraufhin nochmal extrem bestätigen, wird ihr einen Kuss zu hauchen und sagen, hier mein Schatz, ich unterstütze dich da. Ich finde es auch gut, dass wir unsere beiden Genetiken da raushalten, dass es dann in dem Sinne nur deine Genetik wäre und die eines Spenders. Vielleicht sogar Spender von dem Partner, Partnerin dann. Muss man dann halt mal schauen, wie das funktioniert. Deshalb würde ich sagen, wird die Lola mit dem Lex, ich weiß nicht, ob wir ihn aktiv mitnehmen können, auf jeden Fall wird sie jetzt mal zum Arzt gehen und einfach das Fruchtbarkeits- und Gesundheitsrisiko abchecken lassen. Und dann gehen wir dem Ganzen weiter auf die Spur. Ich bin mega gespannt, wie das sein wird alles. Ich habe das noch nicht getestet, fand die Idee aber total cool, weil ich mir das halt auch bei den beiden echt gut vorstellen kann, dass das zum einen halt auch nochmal die Beziehung vielleicht enger machen wird, aber weil sie beide halt auch super, super sozial sind, damit sie dadurch ihren Beitrag leisten. Er wird währenddessen mal mit der Mama von ihr quatschen. Wo bemerkt, er kennt sie noch gar nicht. Auch gut, aber das ist ja nicht schlimm. Das ist übrigens, falls jemand das noch nicht mitbekommen haben sollte, die Mama von der Lola, die Nadine Krämer. Die ist schon eine Seniorin. Ich hoffe, wir haben sie noch ein bisschen, bevor wir dann ja die ersten Sims verlieren. Das ist leider so, weil die Alterung an ist. Es ist ein Lebenskreislauf, neues Leben entsteht und Bestehendes wird leider von uns gehen. Und er wird dann halt mal so mit ihr quatschen und sagen, und wie ist das eigentlich mit dem Vater damals gewesen? Kennt Lola ihren Vater? Und die Mutter sagt ihm dann so, nein. Und er fragt dann halt auch wegen dem Genetikbereich, gibt es da irgendwie Vorfälle, Gesundheitsrisiken, weil sie möchten ja dann auch Kinder haben. Und das ist dann immer gut mal zu wissen. Lola ist fast fertig, halbe Stunde, einen halben Balken brauchen wir noch. Aber ich denke, erregendes Geplänkel wegen Sozialkontakt. Saubere Luft, dekoriert, Lebensstilvorbereitung wegen gutem Gespräch über Lebensstil.
Lex hatte ein tolles Gespräch über seinen Lebensstil. Der beste Weg, einen Lebensstil zu genießen, kann manchmal darin bestehen, die Freude mit anderen zu teilen. Das ist schön und das glaube ich total. Tiefe Beziehung. Der Aufbau einer engen Beziehung zu anderen ist ein Grund zur Freundschaft. Der Lex, der hätte damit absolut überhaupt kein Problem. Sie werden dann bei einem Abendessen, wir werden dann ein Grundstück besuchen, mal in konkretere, auch dann wegen der Agentur mal das fragen, wie das funktioniert, uns dort anmelden und alles weitere ins Detail dann planen. Vielleicht schaffen wir es auch heute schon, die Befruchtung zu machen. Hi Naomi, ich habe Jerry auch schon hier rumflitzen sehen. Ich finde es so süß, wenn die Sims hier einfach andauernd vorbeikommen. Und die Genie ist draußen vor der Tür und die Naomi kommt zu uns. Du scheinst extrem fruchtbar zu sein. Du musst besonders vorsichtig sein, wenn du nicht schwanger werden willst. Falls du es doch willst, wirst du keine Probleme haben, eigene Kinder zu bekommen. Lola kann jetzt ihre genaue Fruchtbarkeit unter dem Menü Fruchtbarkeit unter Familie und Schwangerschaft verfolgen. Du bist ein Glückspilz. Es sieht so aus, als ob du während der Schwangerschaft keine Probleme haben wirst und dass du auch auf natürliche Wege gebären kannst. Das sind doch mal super Neuigkeiten. Deshalb wird sie ihn mal leidenschaftlich küssen und dann die ganzen Arztberichte sagen. Und hier, also wenn es nach dem Arzt ginge, könnten die beiden direkt loslegen. Sie hat jetzt allgemein gefragt, der Arzt weiß jetzt aktuell noch nicht, dass sie eigentlich als Leihmutter ihre Eizellen in dem Sinne ihre Gebärmutter zur Verfügung stellen möchte für Paare, die einen erschwerten Kinderwunsch haben oder sogar gar keinen, also einen ausbleibenden Kinderwunsch. Und Lex freut sich natürlich extrem über die Neuigkeiten, auch gerade weil sie ja später eigene Kinder haben möchte. Wollen wir eure Mama mal reinholen? Die steht die ganze Zeit, also eure Mama. Lex, möchtest du deine Mama mal hereinbitten? Die steht die ganze Zeit vor der Tür. Und ich würde sagen, wir reisen dann gleich mal in ein wunderschönes Restaurant, werden uns einen wunderschönen Tisch bestellen und dann mal schauen, wie weit wir noch uns in die Agentur anklicken, einwählen können. Vielleicht kann man sogar einen Termin direkt schon machen. So, wir haben ein Restaurant gefunden. Die beiden haben sich schick gemacht und er wird ihr jetzt mal ein Kompliment über das Outfit machen und wird ihr sagen, Schatz, du siehst so unfassbar toll aus. Ich kann mir das schon richtig gut vorstellen und ich finde deine Idee einfach nur super schön, dass du Familien, die einen erschwerten Kinderwunsch haben, diese Chance bietest. Wen haben wir denn hier alles? Tori, Lucien, wen haben wir hier? Chief Nolan und Ombre. Und sie findet es total schön, dass er sie da so unterstützt. Und dann werden sie sich jetzt einen wunderschönen Abend machen. Wir werden einen Tisch bestellen und dann weitere Details klären. Vielleicht kriegen wir sogar draußen einen Tisch. Das fände ich voll süß, wenn wir draußen einen Tisch bekommen. Die beiden sind so süß zusammen. Oh, was macht ihr? Antrag bekommen. Nach Kickwühlen. Sind die beiden nicht wundersüß? Und jetzt haben sie irgendeinen Antrag bekommen. Lola kennt jetzt die Techtelmechtel-Fertigkeiten von Lex. Oh mein Gott! Jetzt machen die ein Techtelmechtel, die zwei. Haben die eigentlich Verhütung? Sie hätten Verhütung drin. Mal schauen, ob sie die auch anwenden. Einerseits hoffe ich sehr, dass wir den Prozess der Leihmutterschaft nicht gefährden. Und jetzt techteln die beiden einfach. Oh mein Gott, ich finde das so knuffig. So knuffig! Bitte aber verhütet, ne? Bitte. Bitte tut mir das nicht an und macht mir meine Pläne kaputt. Viel Spaß, ihr zwei. Ja, erstmal die Füße hängen raus. Okay. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Sind die beiden einfach am Techteln? Oh Gott, oh Gott. Sind hier irgendwo Nachbarn? Nee, okay. Keiner kann uns heimlich bestalken, außer wir selbst. Oh Gott, oh Gott. Komm, wir machen mal den Müll wieder hier rein. Zack, den mache ich euch schon mal zur Seite. Ich bin mal gespannt, ob die beiden verhütet haben. Oh, es wurde kein Schutz verwendet. Oh mein Gott. Es wurde kein Schutz verwendet. Na, das kann ja was werden. Ja,
Oh, was ist hier? Schmutziger Flirt wegen Techtelmechtel in einem Müllcontainer. Hat da etwa jemand schmutzige Fantasien ausgelöbt? Aber das Techtelmechtel, gut, das war jetzt das erste wegen dem neuen Spielstand. Das erste Techtelmechtel unter der Decke mit einem neuen Sim ist immer ein erinnerungswürdiges Erlebnis. Und er ist natürlich absolut in seinem Vibe, weil er ein Naturmensch ist. Sie hat ungefähr dieselben Moodlets und ist auch total begeistert vom Techtelmechtel, während im letzten Huhuhu wurde nicht verhütet. Oh. Na, das kann was werden. Okay, ihr zwei. Dann ein Knutscher noch und dann gucken wir bitte, dass wir den Tisch jetzt endlich bekommen, dass wir noch die Agentur registrieren können. Oh mein Gott. Naomi, du verfolgst uns irgendwie, habe ich den Eindruck. Kann es sein? Und da ist die Tina. Ganz viele Sims haben wir hier. Oh, wen haben wir denn hier? Kangana. Aber Bender ist. Ben Sanders. Schön, dass du hier bist. Kriegen wir draußen einen Tisch? Oh, das finde ich aber super, dass wir draußen einen Tisch bekommen. Find ich klasse. Den da. Zusammensitzen. Setzt euch mal hin. Ne, und dann können wir noch ein bisschen quatschen. Und er fragt sie dann halt auch zugleich. Was ist jetzt hier? Promi-Feier. Nini, wir lassen den Ben bitte in Ruhe. Ich denke, weil es gibt nichts Schlimmeres, als Promis zu nerven, die einfach nur in Ruhe ihr Abendessen zu sich nehmen möchten. Er wird ihr jetzt dann gleich. Nur lasst den Ben bitte in Ruhe. Der möchte nicht von euch allen begafft und beklatscht werden. Wird er sie mal küssen und sagen: Hier, mein Schatz, ich unterstütze dich da sehr. Das Techtelmechtel von uns hoffe ich jetzt, dass das keine Auswirkungen auf uns hat. Und ja, wir werden dann mal weitere Schritte in die Wege leiten, Gedanken über die zum Arzt Schwangerschaftstest machen. Wir können ja sogar zu einem Arzt gehen und einen Schwangerschaftstest machen. Krass. Gesundheit. Sogar Notfall an die Babypille können wir bestellen. Ich liebe den RPO von Lupino. Oh mein Gott. Leute, ihr hättet verhüten müssen. Das darf nicht sein. Ihr macht mir meine Pläne kaputt. Oh nein. Lola muss dies zuerst mit dem offiziellen Partner von besprechen und ihm zustimmen. Lola kann dies nicht tun, solange sie schwanger ist. Nein, das darf nicht wahr sein. Ich könnte gerade heulen. Nein, 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 nein. Na gut, der Arzt hat gesagt, sie ist extrem fruchtbar. Jetzt haben wir den Salat. Drück mal deine Zuneigung aus. Und ich sag noch eben so, ja, aus seiner Sicht so, ja, es tut mir jetzt voll leid, dass wir jetzt ein Techtelmechtel hatten. Das haut jetzt die Pläne außen voll aus raus. Ja, total. Pläne sind für den Arsch jetzt. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ja, was muss ich jetzt machen? Jetzt müssen wir erstmal einen Schwangerschaftstest machen, dass wir das wissen überhaupt, oder? Sonst können wir hier erstmal gar nichts unternehmen. Weil ich glaube nicht, dass er dazu stimmen würde, das eigene Kind, also mit seiner DNA, mit seiner Genetik, jemand Fremdes zu geben. Ich glaube, das kommt für ihn nicht in Frage. Das, nein, nein. Ich glaube, das kommt nicht in Frage. Hier stand doch jetzt gerade irgendwo Schwangerschaftstest machen. Ach so, bei ihr war das. Ach so. Ach Gott. Oh, jetzt wollte ich mit ihr so schön mich bei der Agentur registrieren, einen Termin vereinbaren, die Befruchtung durchführen lassen und die Folge beenden, indem wir abwarten, ob das jetzt geklappt hat, dass das Techtelmechtel von den beiden jetzt da so reingekrätscht ist. Habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt und gar nicht auf dem Plan. Oh mein Gott. Das darf nicht wahr sein. Oh Gott, jetzt haben sie mich voll rausgebracht. Das ist alles, was ich so geplant habe, für den Arsch. Dann wird sie mal die ewige Liebe erklären. Ach, das darf jetzt nicht wahr sein. Das darf jetzt nicht wahr sein. Dann frag mal überhaupt, ob sie überhaupt eigene Kinder haben will. Gut, sie wird, denke ich mal, 100% Ja sagen, weil sie das möchte. Vaterschaftstest. Bitte um einen Vaterschaftstest. Fragen, ob der Vater des Kindes verloren. Es wäre für mich in Ordnung, ein Kind zu haben. Es wäre für mich auch nicht in Ordnung, ein Kind zu haben. Ach, du liebe Neune. Ja, Leute, dann würde ich sagen, warten wir jetzt, bis unser Essen kommt. Ich hoffe, unser Essen kommt halt noch.
Küss sie bitte nochmal leidenschaftlich und sagt: Gut, wir machen es halt dann später. Wir wissen es da jetzt schon indirekt. Offiziell wissen die Sims es noch nicht, aber wir wissen es, weil wir es nicht auswählen konnten, dass wir eine Leihmutterschaft in Angriff nehmen können. Also die Lola ist schwanger und die beiden werden Eltern. Bam, bam, bam. Strim, Das darf Strim, jetzt nicht Strim, wahr sein. Okay, Gasche, gut. Gasche, Wir müssen jetzt weitermachen. Also, Plan ist futsch. Den müssen wir dann einen neuen Angriff nehmen. Einerseits freue ich mich sehr, weil ich ja die ganze Zeit schon jetzt bei manchen Haushalten, nicht bei allen, weil manche sind ja noch im Studium und dann Strangerville haben wir ja noch ein bisschen was. Aber bei den beiden könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass sie sehr schnell an Familienplanung halt auch denken. Witze mag ich ja natürlich. Natürlich mag sie das. Okay, unser Essen kommt endlich. Aber die beiden sind voll auf Wolke 7. Hier ist deine Bestellung. Guten Appetit. Und sie freuen sich beide extrem über das Essen. Dann, Leute, lasst es euch schmecken. Stoßt auf diesen Tag an. Er ist voll verschmiert. Ja, klar. Mal wieder hier alles schön zurückgesetzt. Auf ein neues mit Lola Händchen halten. Okay, den Wunsch erfüllen wir dir, wenn du das möchtest. Körperliche Nähe, Händchen halten. Ja. Der Plan kam wirklich ganz anders, als er sollte. Aber gut, wer Sims spielt oder selbst nur zuschaut, der weiß immer, dass die Sims ihren eigenen Willen haben und nie das machen, was man selbst sich so vorstellt, plant und man eigentlich nicht groß planen darf. Da ich aber eine absolute Planerin bin, haben sie mir halt meinen Plan jetzt zerkloppt. Das ist halt jetzt. Das ist jetzt halt leider so. Ja, die beiden, die beiden, die beiden, die beiden. Jetzt halten sie auch Händchen. Und was möchtest du mit jemandem flirten? Ja, dann machen wir das doch auch. Hi Jerry, bist du mit einer Omi da? Ja. Heißt, wir werden bald das erste Kind der beiden haben. Ja, ich wollte eigentlich die Leihmutterschaft, aber das hat sich jetzt anders ergeben. Und ich glaube nicht, dass die beiden das eigene Kind für jemanden anderes austragen und dann in dem Sinn auch abgeben würden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dafür lieben die beiden sich zu sehr und sind beide zu sehr Familienmenschen. Ja, das Personal kommt nicht hinterher, ne? Hier stehen sie alle, außer sie sind an der Bar. An der Bar sind sie wahrscheinlich alle, oder? Ja, okay. Dann würde ich sagen, spanne ich euch auf die Folter. Und wir lassen die Sims es erst in dem nächsten Part. Heißt, wir würden dann, bevor wir den nächsten Haushalt besuchen, dann einen Test machen, einen Schwangerschaftstest. Oder ob wir sagen, okay, gut, da wir es ja jetzt offiziell eigentlich schon wissen, indirekt, aber wir es offiziell bestätigt haben wollen, ob wir einen Schwangerschaftstest noch zu Hause machen in Ruhe. Ja. Ich würde sagen, wir packen unser Essen ein und dann gehen wir nach Hause. Und dann gucke ich mal spontan. Ich mache es ganz spontan, ob wir den Test noch machen und uns das bestätigen lassen, offiziell oder nicht. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass die Sims mir den Plan jetzt so kaputt gemacht haben. Du kannst mal deinen Garten pflegen und du, meine Süße, ganz easy peasy den Schwangerschaftstest machen. Und der wäre sogar kostenlos, Schwangerschaftstest, Mann, ja. Ich spanne uns jetzt nicht extrem auf die Folter. Wir lassen es jetzt offiziell die Sims noch wissen, dass die beiden jetzt, ja, das Techtelmechtel hat die Leihmutterschaft leider kaputt gemacht. Vorerst nicht ganz, aber sie müssen halt warten, bis ihr Baby dann auf die Welt gekommen ist. Und ja, wir werden dann auch natürlich einen Ultraschalltermin machen, Vorsorgetermine wahrnehmen, Babykurse machen, eine Babyparty. Und ja, jetzt wird's spannend. Ich bin mal gespannt, wie sie reagiert, ob es ihr gefällt oder ob sie denkt, Halleluja, Scheiße. Mal schauen. Oh, sie guckt schon. Wie sie guckt, wie sie guckt. Leute, wie sie guckt. Die Gina kommt sogar auch.
und guckt. Ah, sie ist schwanger. Ja, klar, wir wissen es ja schon, aber es ist so krass, das zu sehen, wie die Sims dann reagieren. Ich brauche ganz viele Bilder. Ich muss mich wieder dran gewöhnen, mehr Bilder zu machen. Wie süß. Ja, da guckst du, ne, Süße. Aber sie freut sich. Ja, wie sie guckt. Und wie dick ist dein Bäuchlein? Halleluja, hast du ein Bäuchlein schon, meine Süße. Oh, hast du ein Bäuchlein schon? Ja, okay. Lex, nur nicht schlafen. Du musst es jetzt auch noch wissen. Dann geh bitte hier mal Hände waschen. Von Wuhu, ein Kind ist unterwegs. Lola wird ein Kind bekommen. Es scheint, dass es eine besondere und wichtige Zeit im Leben von Lola sein wird. Sie fühlt sich einigermaßen bereit dafür, aber nicht überglücklich. Ein bisschen ängstlich, ein bisschen begeistert, ein bisschen alles, um ehrlich zu sein. Vollkommen okay, Lola. Du wolltest ja eigentlich eine Leihmutterschaft machen, dass jetzt so schnell das eigene Baby unterwegs ist. Hätte, glaube ich, keiner erwartet. Ankündigung der Schwangerschaftsnachricht. Ja, wir müssen es ihm natürlich jetzt sagen, dass das Techtelmechtel zu indirekten Folgen geführt hat. Oh mein Gott, hat sie einen riesen Bauch. Und er ist natürlich nicht begeistert darüber, weil er eigentlich aktuell noch keine Kinder möchte. Beunruhigende Ankündigung. Lex' Partnerin kündigte an, schwanger zu sein. Er ist nicht gerade begeistert darüber, nur irgendwie neutral bis positiv. Eine vernünftige Reaktion. Wie dem auch sei, er ist unfähig, mit etwas anderem als Bestürzung und Furcht zu reagieren. Ein Kind? Ein Kind? Nein, danke. Auweia, was haben wir da nur angestellt? Ja, die Sims, die hauen mir immer meine Pläne kaputt. Was können wir denn jetzt noch so auswählen? Sorge über die Schwangerschaftsteilen, Angaben zu einer Kassfrage, Frage zur Schwangerschaft, Fragen zur Schwangerschaft. Was bedeutet das? Hoffnungslosigkeit über Zukunft mit Baby diskutieren. Boah, das ist schon hart. Ich würde sagen, Fragen zur Schwangerschaft einfach gerne mal klicken. Und rein theoretisch. Wir sagen das ihm jetzt einfach mal, weil die beiden hatten ja nur ein Techtelmechtel miteinander. Wo gehst du hin, Süße? Ah, du holst dir was zu essen. Ach so. Baby hat wieder zugeschlagen. Ja, so hat sich die Folge entwickelt. Ich glaube, damit hätte keiner gerechnet. Ich erst recht nicht. Wobei ich ja was ganz anderes eigentlich geplant hätte. Okay, er ist jetzt schlafen gegangen. Ich glaube, er muss das Ganze jetzt erstmal sacken lassen. Babum, es hat eine Bombe eingeschlagen. Ach, Lola, aber sie ist sehr glücklich. Ich glaube zwar auch, dass sie sich das alles ein bisschen anders vorgestellt hätte. Aber okay, gut, wir können das Ganze jetzt nicht ändern. Was motzt jetzt rum, Lola? Erzähl mal. Ah, hier, wir müssen die Dinger noch einpacken. Und dann kannst du sie mal kennenlernen, kurz knuddeln, kannst ihnen eine Geschichte erzählen. Und ja, für die Folge würde ich sagen, für den Start in die Sommerpause ist diese Folge doch mal wirklich gelungen, so als Eigenlob mal nebenbei. Ach Gott, das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Ich würde sagen, für den Part machen wir Schluss. Ich hoffe wirklich sehr, dass es dir gefallen hat und würde mich natürlich über einen Kommentar, ein Abo als auch ein Like freuen, wenn du das möchtest, wenn es dir gefallen hat. Falls du mich noch nicht kennen solltest, ich bin Anna und spiele hier Sims, Guild Wars, Hogwarts Legacy und möchte euch an den Geschichten teilhaben lassen. Oh, wir haben hier irgendwie sind die Betten vertauscht. Leute, ihr schlaft doch hier eigentlich, oder? Und ich freue mich natürlich sehr darüber, wenn du dann in einem weiteren Part wieder mit dabei bist. Familie Winter ist ein sehr, sehr großer Haushalt. Wir werden jede Folge in einem anderen Haushalt sein. Die Schwangerschaft wird natürlich pausiert. Das habe ich über den MCC so eingestellt, dass wir immer nur weitere Fortschritte haben, wenn wir in dem Haushalt sind. Ich muss mal gucken, wie schnell ich sie dann vorziehe. Wir werden natürlich jetzt hier in diesem Haushalt ein-, zweimal eher drin sein in dieser Runde, damit wir einfach das mit dem Baby hinbekommen, als wenn sie jetzt nicht schwanger gewesen wäre. Das ist natürlich jetzt ein
ein bisschen blöd gelaufen, aber ich muss auch sagen, dass ich mich einerseits sehr drüber freue, dass es jetzt doch so gekloppt hat, auch wenn es über andere Umwege war. Auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und wir sehen uns dann auf jeden Fall in einem weiteren Part wieder. Bis dann. Tschüss.